Man sieht nicht so genau hinten was. Länge fand ich okay. Für mich wäre es jetzt auch ein Muss, habe ich jetzt festgestellt, das auszuprobieren. Vorher war ich ja flexibel gewesen, muss ich sagen. Du brauchst ja auch hier ein bisschen Platz, ja. Du musst auch nachher nach da hinten dran. Warum? Servus. Liebe Grüße an alle Camper da draußen. Hier sind wieder eure Rudelcamper. Lass uns doch wie jetzt üblich so eine Art Fazit machen. Ja, genau. Kommen wir zum Fazit. Wir haben ja noch im Kopf gehabt, es könnte ja auch ein Teil integrierter werden, der 2,10 Meter breit ist, also der 12. oder 12 genau Wenn gesagt, Teil integrierter so eine werden. Wandbreite hat, mehr oder weniger der. Oder auch ein Fahrzeug, was die 6,99 hat, also die 7 Meter. Muss ich sagen, beim Fahren habe ich jetzt nicht so die großen Probleme gehabt. Okay, wir waren jetzt nicht in irgendeinem kleinen Bergdorf in Italien. Ja, man sieht nicht so genau hinten was. Ich würde mir wünschen, zusätzlich zu einer Rückfahrkamera vielleicht so Pieper. Da ist jetzt nur das Bild von der Kamera, ne? Ich sehe jetzt den Gullideckel da und hier das Gestell Ja gut, da musst du Rückspiegel vom noch nutzen. Fahrradträger. Da habe ich schon, ja klar, Rückspiegel und so weiter, Wir aber sind verwöhnt von unserem Auto zu Hause. du hast schon Schiss, dass da trotzdem noch ein umnietest oder da irgendwas ist, was du nicht siehst. Ja, du bist die Vogelperspektive unserer Rückwärtskamera Ich bin da echt gewöhnt, verwöhnt. ja. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist, beim Fahren hatte ich jetzt nicht so die großen Probleme. Man sitzt ja auch sehr erhöht, also hat dadurch einen besseren Überblick. Man hat große Spiegel und so weiter. Was echt doof ist, ist natürlich parken oder irgendwo kurz halten. Das ist natürlich so ein Punkt. Nichtsdestotrotz, das ist der nächste Punkt, was wir testen wollten. Für die Hunde wird es schon schwierig. Man will ja nicht ständig über die Hunde drüber steigen, also die Hunde müssen dann auf welchen Bänken liegen. Da warten meine Mädels, dass es losgeht. Ja. Den besten Platz. Wir werden jetzt, glaube ich, noch mal intensiv so ein Face-to-Face-Grundriss, der von uns ja favorisiert ist, testen. Hubbett brauchen wir ja eh nicht. Das wäre so mein Ding zum Fahren. Wie siehst du das mit dem Fahren? Es hat Spaß gemacht. Ich fahre eigentlich ganz gerne mit dem Teil, muss ich sagen. Ich habe jetzt keine Angst gehabt oder Ja, so. du bist so eine richtige kleine Trackersau, ne? Ja, ich bin Trackerin. ja eh also Autofahren. Ich liebe ja Autofahren und wie gesagt auch in Großstädten. Ich habe damit gar kein Problem. Frauchen fährt ganz selten mal Gangschaltung. Wollen wir uns das hier angucken oder nicht? Dann Ja, parke wenn ich du einen außen Parkplatz rein. findest. Na, hier finde ich jetzt keinen. Ich kann mal nicht fragen, ob ich in 20 Autos rausfahren wollen. Und jetzt von der Breite her war es okay. Ja, klar, wenn man so eine romantische Straße kann auch mal eng sein. Und dann kommt da mal so ein LKW oder Bus entgegen. Muss ein bisschen gucken. Also, es ist auch eine Gewohnheitssache, glaube ich. Man muss sich echt dran gewöhnen. Länge fand ich okay. Ich würde auch definitiv, wenn wir uns ein Auto kaufen, entweder kann man es bestellen oder nachrüsten, die Pieper, definitiv. Rückfahrkamera niemals ohne, muss ich auch Auf jeden sagen. Fall, ja. Die ist Gold wert, definitiv. Breite Länge fand ich okay. Ja, die Spontanität, die Flexibilität geht verloren. Wenn man da mit einem 6-Meter-Kastenwagen rumfährt, kann es halt überhalten. Mit dem Fahrzeug nicht. Aber man muss halt, wenn man was hat, so wie ich den einen Tag es auch gesehen habe, relativ schnell auch schalten. Okay, da kann man parken. Und das dann genießen, finde Ja, ich. Man muss halt ein bisschen umdenken. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. du musst wahrscheinlich noch aufmerksamer, langsamer fahren, damit du dann Ich nicht bin direkt. eh langsam gefahren, den Kastenwagen sind wir Das schneller stimmt, ja. gefahren. Ähm, ich, Es klappert, ja, ich, es klappert ja auch es klappert langsam. auch ein Tick Aber ich mehr, ist ja finde, logisch. also ich bin ja früher Motorrad gefahren, auch also eine Shopper. da finde ich auch wenig, also 80 vielleicht gefahren, weil es einfach cool ist, so lang zu cruisen. Und mit Ja. diesem Fahrzeug sind wir Also ich bin ja gecruist. früher Cabrio gefahren, um den auch mal zu bringen, ja. Bis sie mich gezwungen hat, es zu verkaufen, obwohl wir keine Kinder haben, nur Hunde. Nee, so, wieder zurück zum Thema, okay? was gerade, weil du noch Rückfahrkamera gesagt hast, ein Muss gesagt hast,
für mich wäre es jetzt auch ein Muss, habe ich jetzt festgestellt, das auszuprobieren. Also nicht zu sagen, okay, hier ist die Rückfahrkamera oder ich bestelle, mache einfach Nickchen bei Rückfahrkamera beim Bestellen, sondern anmachen. Weil dieses System hier, wir sind in einem Carrado, ich finde den Display sehr klein, der filmt auch hinten den Fahrradträger mit. Also man hat nicht so richtig, also ich habe mir schwer getan damit, wenn dann noch die Sonne scheint und so. Erkennst du was, aber so richtig kannst du auch nicht. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was ich vom Auto kenne. Es gibt ja sicher die Vorbereitung für die, dass die Kabelstränge schon liegen, ja, für die Rückfahrkamera, und dann muss man sich beraten lassen, welche man dann wirklich verbaut. Ich würde es halt einfach ausprobieren wollen. Ja. Wirklich, wenn du beim Händler bist, auch mal sagen, okay, das ist jetzt unser Favorit, das ist das Fahrzeug. Jetzt gib mir aber bitte auch mal den Schlüssel, mach mal die Zündung an, dass ich das auch testen kann. Das zum Fahren. Mhm. Was würdest du sagen, wie es mit den Hunden so war? Soweit gut. Also Asara liegt jetzt hier auf dem Sitz neben der Tür. Der ist groß genug, 65x60 von der Größe her. Die Eva lag quasi unter dem Tisch von der Dinette. Das ist ja keine L-Dinette, keine wirkliche, unter der Dinette. Und das war so ihre Höhle. Das war erstmal soweit okay. Ich finde trotzdem, den Dinetten-Grundstück ist jetzt nicht unbedingt mein Grundstück. Ich finde, die Küche ist einfach zu klein für mich. Muss ich wirklich so sagen, okay, ich habe die Glasplatte geschrottet, ja, trotzdem war es für mich, ja, nicht so. Es ist einfach, ich finde diese Face-to-Face, also auch von der Küchenlänge her, fand ich ja für mich angenehmer, muss ich sagen. Aber es ist eine Gewohnheitssache vielleicht auch. Man gewöhnt sich ja nicht an den Platz. Ja. Also ich bin, was die Hunde angeht, skeptisch. Also es wird wahrscheinlich immer ein Hund irgendwie mehr oder weniger im Weg rumlegen. Das geht, glaube ich, auch beim Face-to-Face nicht so, weil die Rhodesian Ridgeback, unsere beiden Damen, sind groß. Das sind nur mal kleine Kerlchen, sondern sind große Damen und die brauchen ihren Platz. Die sind, das ist schwierig, ja. Ins Bett kommen die gar nicht, wollen die nicht. Jedenfalls noch nicht. Vielleicht müssen wir noch mal üben. Vielleicht, also einfach auch von der Treppe her jetzt. Nicht nur, dass wir nicht wollten, dass sie da, die sollten nicht neben uns liegen, sondern die sind da gar nicht hochgekommen. Das ist das. Küche, musste ich auch feststellen, ist sehr beengt, vor allem wenn du eben was abwaschen willst und nichts auf den Herd mehr stellen kannst, weil da keine Platte mehr ist oder so, ist ein bisschen blöd. Also da brauchst du vielleicht noch so ein Board. Ja, was mir nochmal jetzt durch den Praxistest aufgefallen ist, im Bad brauche ich einfach mehr Platz. Also einfach mal so auch wieder beim Händler einfach nur mal so hinsetzen, ja, hier hast du ein bisschen Beinfreiheit, würde passen. Nee. Ja, du brauchst nach vorne Platz. Ich mache jetzt mal ganz bildlich, ne? Wer das nicht hören will, muss ein Stück vorspulen. Du musst dir die Hose ausziehen können. Du musst den Hebel betätigen können, ja? Du brauchst auch hier ein bisschen Platz, ja? Du musst auch nachher nach da hinten dran. Warum? So detailgetreu wollte ich es jetzt nicht ausführen, ja? Das war schon eng hier. Und dann kam hier dazu, bei dem Fahrzeug ist die Dusche extra, aber die Dusche ist so halb ins Schlafzimmer integriert. Das öffnet den Raum, ja. Auf der anderen Seite haben wir da eine Luke, wo es keine Verdunklung gibt. Das heißt, da war es ab 5, 6 Uhr morgens, war es da knallhell gewesen. Da haben wir noch den Vorhang davor gezogen, aber trotzdem. Das sind so Sachen, die du natürlich erst merkst, wenn du das testest, wenn du es wirklich auf wirklich 1, 2, 3 Nächte drin gepennt hast. Und das würde mich dazu führen noch, dass wenn wir uns jetzt intensiv für ein Fahrzeug interessieren, dass wir dann auch den Händler sagen, Moment mal, wir möchten mal nicht nur den Schlüssel, um hier das Navi auszuprobieren, sondern wir möchten auch mal 2 Stunden ungestört sein und dann kommen auch die Hunde mit rein und dann tun wir mal jede Situation zumindest so antesten, so antäuschen. Ne? Also jetzt setze ich mich hier hin und dann setze ich mich da hin und dann lege ich mich da hin und dann tue ich da mal so tun, als würde ich kochen und wirklich, als würde ich wirklich auf Toilette gehen, also wirklich und duschen jeden Handgriff, ne, damit man das wirklich, damit man nicht die Katze im Sack kauft. Ne? Ja, also was ich für mich jetzt mitnehme bei dem Fahrzeug, ich möchte definitiv, wie sie ist, so eine extra Dusche haben und extra Bad. Das hatte ich vorher, war ich ja flexibel gewesen, muss ich sagen, weil man einfach als Raumbad nutzen kann und das brauchst du auch. Also wenn du auf Toilette sitzt, zum einen ausziehen zumindest runter, ne, Hose hoch. Beim Duschen, es ist einfach schöner, finde ich. Für mich, das Fazit überhaupt, was ich haben möchte, ist so ein Raumbad. Das ist das, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Heizung definitiv nicht im Heck.
Warum? Wir haben nachts 1 Grad, 2 Grad gehabt. Hier vorne ist es saukalt, auch jetzt noch. Fußboden ist saukalt hier vorne, hier kommt nichts an, hier kommt einfach ganz wenig Wärme an. Die Hunde haben gefroren, die haben, Gott sei Dank hatte ich bei Sarah noch so ein OP-Body, den habe ich hier angezogen, die ist eh ein bisschen empfindlicher, was Kälte angeht. Die Eva gar nicht, die ist so heißblütig, die braucht auch keine Decke, aber also zum Zudecken, aber die Asara ist da so ein bisschen fröstelig. Jedenfalls war es für die Hunde echt schrecklich. Ich musste wirklich die Lüfter, also den kannst du einstellen mit der Tuma, Eco oder High, ich habe High eingestellt, es war doch doof nachts, ne? Und auf 20, 21 Grad, hier vorne war es kalt. Und das, wenn du jetzt denkst, oh, im Schlafzimmer hatten wir 21 Grad, nee. Oben liegst du, das war okay, aber es war auch irgendwie, hat es irgendwie gezogen und war kalt. Wo es warm war, war es in der Dusche, im Bad und hier vorne im Küchenbereich. Heckgarage. Super warm, da war es am also, das ist, ja, es ist nett zum Anziehen, das ist so Fußbodenwärme. Hier ist ja noch so ein eingelassenes Fußbodenfach, ja. Das war super warm. Ja, aber ich glaube, die Idee ist, dass du durch die Heckgarage das Bett mit. Es war aber nicht so. Wir haben jetzt 1 Grad gehabt, die Nächte immer. Es war saukalt, es war okay. Also ich glaube, bin hier eh jemand, der auch kalt schlafen kann. Aber hier vorne, das war für mich wichtig. Und die Hunde haben gejammert frühmorgens. Und das ist was, definitiv Heizung vorne. Egal welches Auto wir kaufen, ich möchte vorne die Heizung unter dem Sitz haben. Ja, weil im Kastenwagen war es so gewesen, dass wir die Heizung halt gehört haben. Ja, das war jetzt hier nicht der Fall. Die Heizung ist hinten links verbaut. Aber du hast es ja eben auch gemerkt, was Stefanie schon gesagt hat. Und vor allen Dingen auch, du merkst, dass es ein Konstruktionsfehler ist, weil hinten links verbaut, das heißt vorne links, ist es noch wärmer als vorne rechts. Es kommt kalte Luft raus. Also vorne rechts ist praktisch der kälteste Platz überhaupt. Ja, hier kommt kalte Luft raus. Was gut ist, kann ich kurz mal zeigen, was echt gut ist. Uppala. Da sind wir wieder. Was ich zeigen wollte, ist dieser vorne hier, ist der dicker Stoff, den man hier rundherum ziehen kann. Der bringt es wirklich, und wir hatten auch sowas für draußen. Das sind auch so Sachen, die wir auf jeden Fall. Der Hildmann, glaube ich, hieß das, ne? Ja, brauchst du jetzt keine Werbung machen, aber. Ja, fand ich gut. Da gibt es ja sicherlich auch 5 verschiedene andere Hersteller noch. Das ist sowas, was man mitnimmt. Wir werden aber auch nochmal detailliert zu diesem Fahrzeug eine Roomtour machen, wobei wir das jetzt nicht Roomtour nennen, sondern es ist ja eher so ein Praxistest, ne? Genau. Das könnt ihr euch in einem anderen Video anschauen. Das waren erstmal unsere romantischen und chaotischen Eindrücke von einer Tour Ende März, die hoffentlich romantisch enden wird. Oh. Heute Abend, ja? Oh. Wir würden uns wahnsinnig doll freuen, wenn ihr uns abonniert. Die Glocke gedrückt, gerne auch fleißig kommentiert. Wenn euch das Video gefallen hat, auch den hier natürlich. Und wir wünschen euch noch einen schönen restliche Woche und bis demnächst. Eure Rudelcamper. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. So ist das super. Schau mal. Gut. Ja.